Roulette Kessel Gucken 28.08.2019 live in Sydney Gewinn 3500 australische Dollar Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Mittwoch, der 28. August 2019 und wir spielen heute wieder im Casino von Sydney in Australien. Unser Spieler ist ja schon seit mehr als 2 Wochen samt seinen teuren Ferrari mit dem Flugzeug von Frankfurt erst nach Melbourne und dann nach Sydney gereist. Der Spieler ist begeistert und schwebt zurzeit in himmlischen Höhen, da er gestern in einem Wettbüro in Sydney auch die Wetten gemacht hat, die ich gestern prognostiziert hatte. Es waren ja alles Wetten auf den französischen und auf den englischen Fußball. Er hat das mit einem Einsatz von 2 australischen Dollar pro Wette gemacht und war heute Morgen schon bei dem Wettanbieter und hat seine fast 60.000 australische Dollar abgeholt. Für ihn hat sich also die Reise nach Australien schon ganz gelohnt. Nun hat er seine Fürsorgepflicht erkannt, er ist ja Sachse aus Leipzig und kann am Wochenende an den in Sachsen stattfindenden Wahlen nicht teilnehmen, hat mich gebeten, bei der Grünen Partei von Sachsen anzurufen und um die Kontonummer zu bitten. Denn er will der Grünen Partei in Sachsen eine Spende von etwa 5000 australischen Dollar überweisen, da eben mal bereit ist, auch etwas für sein Vaterland zu tun und er gerne möchte, dass in Zukunft in Sachsen die Grünen Partei regiert, weshalb er sie auch finanziell unterstützen will. Nun hat er natürlich heute nicht besonders große Lust, im Casino ausführlich zu spielen, aber wir sollten vernünftig bleiben. Schuster, bleib bei deinen Leisten und ich habe heute für das Casino folgende Prognosen ausgerechnet. 1. Nach dem 7. Korps setzen wir einmal auf Schwarz. 2. Nach dem 11. Korps setzen wir zweimal auf Schwarz. 3. Nach dem 15. Korps setzen wir zweimal auf Rot. Und nach dem 17. Korps setzen wir zweimal auf gerade Zahlen. Wir spielen wieder wie üblich mit 500 australischen Dollarstücken. So, es ist jetzt 9.30 Uhr, in Australien ist es bereits 17.30 Uhr und ich warte jetzt mal eine Stunde. Bis dahin müsste sich unser Spieler gemeldet haben, er schickt mir die Daten ja immer per SMS und ich warte jetzt mal ab und melde mich in etwa eine Stunde wieder. Im YouTube-Livestream haben wir heute 14 Zuschauer, das ist bestimmt nicht viel, aber für uns schon. So, ich bin wieder da, und wie ich sehe, hat alles 100% hingehauen. Es ist wie folgt gefallen nach der Tischeröffnung. Nach dem 7. Korps kam die 35, wir haben also gewonnen. Nach dem 11. Korps kam ebenfalls die 35 und die 8, wir haben also beide Sätze gewonnen. Nach dem 15. Korps kam einmal die 1 und dann die 23, als auch hier haben wir beide Sätze gewonnen. Nach dem 17. Korps kam die 4 und noch einmal die 4, also wir haben auch hier beide Sätze gewonnen. Da wir auf die einfachen Chancen mit 500 australischen Dollarstücken gespielt haben, haben wir insgesamt 3500 australischen Dollar gewonnen, das sind ungefähr 2900 Euro umgerechnet. Ich halte jetzt hier noch meine Wettscheine für die heutigen Sportwetten in die Kamera und dann schalte ich den YouTube-Livestream ab.